Hallo? Hallo? Okay, starte mal Steam. So, warte, ich geh mal hier. Oh. Fuck. Ich habe mich mal gemutet, Chat, die hören mich jetzt nicht mehr. Streamtitel noch ändern. Ja, mache ich jetzt, mache ich jetzt. Ich logge mich erstmal ganz kurz ein und dann machen wir Streamtitel und machen alles, okay? So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz hier ein. Nee, Quatsch, ich kann ja meinen Steam benutzen. Ich bin ein Vollidiot. Mann, ich bin so aufgeregt! Hallo? Denk noch daran, deine Kamera zu verschieben. Hasenpups. Ah, stimmt. Ja. So. Jetzt hat Dalu gerade Hallo. Habt ihr Dalu schon gehört? Dalu redet. Ja, I know. Hallo. Hört ihr die schon? Hallo? Hört ihr die schon? Ah, doch, ich darf hier reden. Natürlich darfst du reden. Hört ihr die schon? Ich brauche erst recht. Hallo. Hallo. Was ist? Anni spielt mit. Was geht? Ja, ich bin voll gehypt. Wollen wir den anderen Channel wechseln? Welcher war das nochmal? Das war Among Us. Einfach eins drüber. Guten Abend. Ich ziehe euch alle rein. Jo. Oh. Ich freue mich, mit denen Among Us zu spielen. So. Hallo. Warte mal, ich bin gleich soweit, Chat. Was wird gegessen? Bin leicht gestresst. Complex. Geil. Ist so mittelmäßig, aber danke. Die Milch ist warm. Ich will auch. Wer ist denn dabei? Ist das Matteo oder ist das Panda? Matteo. Mann, jetzt hat er auf zu lästern. Ich Matteo oder doch. Panda? Matteo. Das ist cringe, wenn ich meine Scheiße. Lästern höre ich. Aber gemein. Matteo weiß das. Matteo weiß, wie das gemeint ist. Nämlich genau so. Lords, so. Ich hoffe, ich werde nur Crewmate. Ich bin nämlich schon matschig. Ich habe nämlich schon 3 Stunden gespielt. Echt? Oh, perfekt. Nee. Wir schwitzen heute richtig rein, habe ich gehört. Ich will den Fall lösen, aber... So ein bisschen... ich will aber keinen... So, Chat, ich gehe jetzt da mal rein, ja? Ich gehe jetzt da mal rein, okay? Oh, das wird was. Ich gehe jetzt da... Ich muss die Kamera erst verschieben, warte. Morden, das sagst du jetzt und dann wird er einfach zugestochen die ganze Zeit. Ich sehe schon... Mörder. Geht's eigentlich mit meinem Hall? Perfekt. Ja. Also, okay. Ja, ich bin nicht. Ja, frisch umgezogen. Der Raum ist noch nicht vollgestellt, deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen halle. Frisch umgezogen? Ja, aber ist nicht wild. Matteo, wir hören dich übrigens nicht, ne? Ich weiß nicht, ob du da Mikrofon an- oder aus hast, aber wir hören dich nicht. Ich weiß, dass sie mich nicht hören. Was meinst du, wie lange kann ich es aufrechterhalten? Schön, dass wir es geklärt hätten. So, warte, ich muss mal hier umstellen. So, dann Cam. Dann, bin gleich da. Ich freue mich so. Ich habe heute Halloween-mäßig dekoriert. Ihr müsst mal gucken in meinem Stream. Ich habe ganz viel Halloween-Deko gemacht. Ja, wenn ihr gerade Zeit habt zu gucken. Ich bin voll stolz. Guck mal bei Anni im Stream. Ja, ich sehe, sieht mega gut aus. Warte, ich guck mit. Danke! Bitte! Guck jetzt bei Anni im Stream. Warte. Scheiße, wie kommst du hier raus? Dalu, machst du eine Lobby? Kann ich, Mann. Ja, sind meine. Also, welche Map wollt ihr spielen? Polus? Mira HQ schnell vor allem damit entscheiden können. Oh, nee, nicht, aber nicht, wem? Nicht. Aber wo kann ich denn euch den Code? Auf meinen Kopf. Also wo könnte ich euch später denn den Lobby-Code schicken? Guck mal, über dem Voice-Channel ist ein Text-Channel, der heißt Among Us. Geht sie gut aus? Über dem Among Us-Channel, in dem ich drin bin, sehe ich keinen Among Us-Text-Channel. Ja, du brauchst die Rolle, glaube ich, noch dazu. Ja, okay. Gnu ist gerade aufgestiegen. Annie the Duck. Hallo. Bia! Hallo, es tut mir leid, ich bin zu spät. Okay, Chat, ich geh da jetzt rein, Minuten, ja? Das ist nicht geh da jetzt spät. Rein. Versuch nicht rein zu cringen, ja? Ich war so voll im Stress, war so voll am Kämpfen mit Coco, ist Blade gerade. So, oh Gott, ich muss schnell verlieren. Nein, habe ich nicht gesagt, aber verloren habe ich trotzdem. Hallo. 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 Kamina! Bitte entschuldigt die Verspätung, ich habe gerade über Animal Crossing gerantet. Du bist 3 Minuten zu spät, das ist keine Verspätung. Was ist mit euch? Ja, doch, klar. I'm a Virgo, Minuten. Ist das Verspätung. Geil, hä? Alles bis 30 Minuten ist pünktlich für mich. Man versteht nicht. Im Allmann in mir stellst du die Haare auf. Oh, 3 Minuten zu spät, Kamina. Oh, Animal Crossing muss ich auch wieder spielen. Alter. Ich hab, worum ging es in deinem Animal Crossing Rant?
Ja, ich habe gerade richtig gerantet darüber. Warum? Wie, weil Nintendo so viel uns also so viel Scheiße enthält und einfach keine Sachen reinpatcht, die reingepatcht werden sollten und so. Zum Beispiel? Ja. Dass es zum Beispiel mehr Dialoge gibt, weil ich es nicht mehr hören kann, wenn ich mit meinen Bewohnern spreche und sie sagen, oh, heute ist so ein toller Tag, man kann die Wäsche an der Luft trocknen, das ist so geil. Ich denke mir so, danke, das hat vor 5 Tagen gesagt. Shut up. Oh, geil. Ja, also ich verstehe halt so, dass man halt sich so Zeit lassen will, die coolen Inhalte reinzupatchen, damit man länger am Spiel dran ist, aber ja. Es zieht sich künstlich das, Ziel, das Spiel so ein bisschen langziehen. Ja. Hallo. Hallo. Ich kann es so ein bisschen verstehen, damit Leute halt nicht timeskippen und so und nicht so genau. Direkt alles auf einmal erleben. Ja, okay, das ich schwinge hier so hart rein, ich kann nicht mehr chatten. Hallo. Ich bin in so einer neuen Gruppe und hab nur einmal 20. Ich genieße gerade wirklich die Spiele wie Fast and Furious und Among Us, weil man endlich mal mit vielen coolen Leuten zusammenspielen ja, kann. Ja, ich habe nie mit anderen Streamern was zu tun gehabt, aber es ist richtig cool. Hey, habt ihr Glück, ich muss immer mit Matteo spielen. Für mich ist das wirklich das erste Mal, dass ich wirklich viel mit Leuten unternehme. Normalerweise war ich so eingeschlossen. So forever alone. Ja, Alter. Ich liebe es. Stellt euch mal vor, das hätte der Hype so zur Quarantänezeit bekommen. Du musst den anderen noch die Among Us-Rolle geben, damit die auf den Text-Channel zugreifen können. Ah, stimmt. Wer hatte noch keine? Dalu auf jeden Fall ich nicht. Ich hab keine. Oh, Dalu. So, wie mache ich das denn jetzt hier mit dem Discord-Overlay, ihr Süßen? Hallo. Hallo. Schau mal oben rüber. Immer morgen als Text-Channel, da habe ich einen Link reingepostet fürs Overlay. Kannst du einfach nehmen. So. Perfekt. Wer sieht noch nicht den Among Us-Chat? Doing the most. Oben, gleich direkt drüber. Ja, ich seh den. Alle? Kopiere ich dann, benutze den dann als, ne? Ich krieg ins Kirchens. Kennt ihr so Cringe-Tränen? Mhm. Kennt ihr so Cringe-Tränen? Ja. Wenn man so. Ja, okay. Ich kann jetzt nicht mehr normal haben und sagen, es ist vorbei. Ist super. Wenn man so Tränen in die Augen bekommt. Die Farbe bekommt. Schwarz ist offen. Ich hätte gerne. Mauki ist ja hier lila, ne? Deswegen mache ich dann wieder green, I guess. Oh nein, ich habe doch richtig einen schwarzen Balken drin. Oh Gott. Was hattest du? Ob ich noch den Balken drin habe, damit man das nicht gleich sieht mit dem Kummer. Ich habe meine Facecam drüber geklatscht. Ah, das geht auch. Izayas, ist es einer von euch? Kurze Frage. Achso, es ist schon eine Frage gestellt worden, sorry. Kann ich mit denen jetzt reden, oder? Okay. Jetzt schon Puls ich mach, von 180. Ich probiere nochmal ein Hallo, okay? Ich mach nochmal ein Hallo, damit. Pia! Du mit, ich komme nochmal neu rein, also komplett nein, neu. Nein, aber ich spüre es. Warte. Okay, ich spiele mit dem Pulsmesser. Der Basen hat gestern mit Pulsmesser gespielt, das war interessant. Mein Mikrofon. Ich mach's natürlich, jetzt nicht mach's natürlich, okay? Stimmt! Ich war in der ersten Runde umgebracht. Ich muss auch eine Pause, ich wollte 180 sein, ja. Die dürfen gerade nicht reden, ich darf nicht unterbrechen, okay? Ich mach einfach ein ganz normales. Schwierig. Dalu? Ich bin einfach Crewmitglied. Ich bin hier mit Franzosen in einer Gruppe, wie kann das passieren? Die reden ja die ganze Zeit. Okay, ich mach jetzt. Oh, aber ich finde die ganz nett hier eigentlich. Nein, die sind gerade ganz nett. Hallo. EU oder EU? EU. Nein, danach war das Fenster, ich hab's gerade zu früh gesagt. Nein. Ja, oh Gott. Also seid ihr Europa? Ja. Jetzt hat's keiner gehört. Das ist ja witzig. Ich sag jetzt zum vierten Mal Hallo. Auf mich. Okay, ich sag jetzt zum vierten Mal jetzt schon Hallo. Aber ich werde gerade nach Squad-Stream gefragt, ist das notwendig? Nur mit 4 Leuten. Nee, das macht bei Among Us ja auch wenig Sinn. Ah, okay. Das ist sofort immer wieder ein Poster, das kannst du gar nicht mitraten. Ah, verstehe. Mhm. Habt ihr gehört, Chat? Ich hab's schon wieder verkackt. Bin, ist niemals ein Poster. Warum finde ich das Fenster nicht? Ich würde mich auch gerne dafür melden. Meines Herzens, ich spiele gern mit und so. Und ich hasse es, ein Poster zu sein. Same! Und dann Dauerstress. Ich kann nicht, ich kann nicht mehr. Runden nehmen heute. Ich bin, EU ist es, oder? Komm, wir spielen doch einfach nur mit einem Imposter. Das ist schon genau, lass einfach mit null Imposter spielen und ein paar Tasks machen die ganze Zeit. Oh, warte, ich tue einfach so, als wenn ich die ganze Zeit gemutet gewesen wäre, okay? Oh, shit. Das ist der Trick. Bisschen die Halloween-Deko angucken. Das ist der Trick. Ich tue einfach so, als wenn ich gemutet gewesen wäre. Ihr seid alle so, ne? Ich sehe das ja jeden Tag. Ja, die spielen alle schon wieder Among Us. Und ich spiele immer nur, wenn ich mit euch spiele. War ich gemutet? Hallo, hört ihr mich jetzt? Ja. Ah, ich war die ganze Zeit gemutet. Hallo. Hallo, Matteo. Wer hat's dir auch gesagt? Naja, wie geht's dir? Gut, ich bin ganz aufgeregt, weil so viele neue Leute mitspielen. Hallo. Hallo, ich bin Matteo. Echt, wer ist denn neu? Hallo, Matteo. Hallo. Ja. Also alle sind für Matteo neu. Ja, für mich auch. Also ich kenne Anni, ich kenne Mauki, ich kenne saftiges Gnu, ich kenne Blesk aus Videos aus dem Internet. Ja, weil er die neue aus dem Internet. Ich kenne Blesk aus dem Internet. Rot. Shurioka kenne ich aber auch aus den Videos, also aus denselben. Und sonst? Was?
Ich bin oder? Auch in diesen Videos. Glaube schon, oder? Ja. Ganz am Anfang warst du ab und zu dabei, Pia. Ja, Among Us meinst du, Among Us Videos. Bin ich in denen? Echt? Ich weiß nur, ich kenne das eine Les Thumbnail, macht aus wo allen von uns Content. So ja, gesagt hat, das Tote in der Mitte bist du. Ja. Wäre es nackt, dass ich dunkelgrün bekomme? Ich bin immer nackt. Okay, das ist Peak Cringe gerade schon wieder. Ich kann nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Kann ich hier einfach raus? Anderen Farben hier wenigstens die Karotte, Tamina. Ich einfach ja, raus? Nicht mal die kann ich machen. Oh. Weil aber dann gibt es eigentlich ist. Eh fast alle, oder? Ich meine, sag mal Hallo. Ich kann dir Orange geben, wenn du Orange haben möchtest. Soll ich mal Hallo versuchen? Ja. Nein, ich würde mich freuen. Du geil. Das passt. Danke. Ich kann nochmal so tun, als wäre ich gemutet gewesen wäre. Und ich sag nochmal Hallo. Gemüsekinder. Mein Top funktioniert immer. Scheiße. Das war schon. Perfect. Thank you. Also, ich habe mir jetzt noch einen Skins geholt, aber irgendwie finde ich die alle nur so mittelgut. Ich muss sagen, ich finde die Fledermaus-Ohren geil. Was du auch machen könntest, ist diese kleinen Teufelshörner dann rot. Das ist auch nice. Fledermausohren. Boah, ey, ich krieg einfach, wenn ich Lesk sein sehe, da ein rosa mit Krone. Es gibt so Katzenöhrchen. Krieg nochmal was? Fledermaus, genau, es gibt so Katzenöhrchen. Ich bin komplett entspannt heute. Das genau die, die du auch hast. Ja, genau solche. Ich hab, zu Halloween habe ich keine Katzenöhrchen mehr, ich habe jetzt Hörnchen an. Geil. Croissants einfach. Ich will halt wieder im Kopf. Ein bisschen mehr Angst vor dem. Hätte ich gewusst, dass es so stressig ist, mit einer neuen Gruppe zu streamen. Vor allem, ich bin in der Stunde wieder weg dann. Okay, ich versuche mich für diese Stunde zusammenzureißen, Chat. Ich versuche so richtig normal und nett zu sein, okay? Ich finde das nicht cool, dass hier ne, so direkt jetzt schon gelogen wird. Ich hab mich noch mehr. Ein Brownie. Direkt Roleplayer. Ich muss ganz kurz was Mann, machen. Dalu? Ist das ja. Sexy Krankenschwester? Oder NA? EU. Thanks you. Ich hab Lila, wie schön. Ich bin noch gemutet, Chat. Das ist Star Wars Fan, ja. Ich bin noch gemutet, nur die haben mich nicht. Nee, ich bleibe in meinem sexy Krankenschwester-Outfit. Nein. Ist hot. Ich weiß nicht, ob ich da nicht ein bisschen geistig verwirrt werde und nicht mehr klar denken kann hier. Ja, das ist extra, damit die Imposter vielleicht Fehler machen, weil sie so abgelenkt sind. Mhm. Smart. Kann man bei Amazon so einen lustigen Pulsmesser quasi bestellen, der gut funktioniert mit OBS? Hat jemand von euch Erfahrung? Es gibt so Fitness-Uhren, die den Puls messen, oder? Ja, Baso hat einen auf jeden Fall. Aber mit OBS ein Pulsi, das ist immer cool. Ah, da so. Könnte ich jetzt einsteigen ins Gespräch. Wir haben so ein Pulsmesser. Warte, ich versuch's, das ist gut. Das Krankenhaus. Hallo? Ich hab jetzt schon kalte Hände. Ja, wir haben auch ein Pulsmesser. Danke. Hab mich wieder gemutet. Ist das irgendwie quasi ihr direkt für OBS geholt oder hattet ihr den zu Hause rumliegen und habt ihn dafür benutzt? Scheiße. Den hat uns ein Zuschauer geschickt. Aber ich weiß nicht, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Der wird so mit Bluetooth, mit so einem Empfänger, ich glaube aber Bluetooth, verbunden. Aber mit dem Handy hat man so eine App. Das ist cool. Das ist echt. Ich glaube, ich werde mir sowas besorgen. Ja. Das ist cool. Hatte mal eine Phase im Stream, wo ich immer meinen Blutdruck gemessen habe, live im Stream. Das war auch toll. Ich schwitze. Also Fufu braucht noch ein bisschen. Habe ich gut gemacht oder nicht? Lara? War voll natural alles, oder nicht? Herr, wolltest du nicht mitspielen? War doch richtig natural. Kriege ich davon nicht weg. Entspannt. Oh, scheiße, dann brauchen wir noch jemanden. Natürlich, ich muss, glaube ich, abschalten. Ja, ich auch. Sola? Ich weiß nicht, wenn ihr noch jemanden habt, wäre cool. Ach, wir sind nicht mehr voll mit der Runde, oder was? Ich krieg bestimmt jemanden auf die Schnelle. Ach, das wurde mit Lara geworben und jetzt ist wir brauchen noch jemanden. Ich hätte auch noch jemanden, wenn er jemanden braucht. Er hat noch jemanden gesucht, aber hieß es, Lara ist dabei. Und dann war ich so, okay. Naja, die das wird sich schon nicht innerhalb von 50 Minuten ändern. Doch. Ich hatte sie auch auf Twitter verlinkt, weil ich dachte, dass sie da ist. Ah. Upsi. Mauki, wie geht's dir? Hallo, ich bin da. Just, wenn ihr wollt, kann ich Masadim fragen. Ich glaube, die... Oh nein, wir sind rausgeflogen. Mir geht's tipptopp. Das war selber zu euch gesagt. Ja, wir werden nicht einmal spielen, oder? Wir werden nicht einmal spielen, Dankeschön. Die Runde. Das wird eine Stunde durchgecringed und dann spiele ich Minecraft. Ja. So, ich mute mich dann besser, kratzt auch mal, bis ich wieder Deutsch reden kann. Oh, mir ist auch ein bisschen schlecht. Okay, wir gehen mal hier rein. Scheiße. Aber vielleicht soll ich mir einen Kaffee holen oder so, damit es... richtiger Montag heute. Erzähl einen Witz. Okay, warte. Okay, ich versuche einen Witz zu erzählen, okay? Ich hoffe ja, dass ich mit Vlesk Crewmate wäre. Das wäre mein Ziel. Das wäre mein Traum. Crewmate. Wink. Ja, nee, ehrlich. Wisst ihr, was das beste Weihnachtsgeschenk ist? Was denn? Ja, was denn, Matteo? Eine kaputte Trommel.
Warum? Aber ich finde den Witz nicht lustig. Kannst du mal auf Twitter posten, aber nur falsch auf Twitter posten. Ich gehe, ich mute mich jetzt. Ich will wissen, warum. Ich verstehe es nicht. Weil das ist unschlagbar. Wow. Boah, ist der gut. Also ich den zum ersten Mal gehört, hätte ich gedacht. Wow. Soll ich mal Revi fragen? Der hat bestimmt nein, bitte Fall. Nicht. Sorry, bitte nicht Revi. Okay. Okay. Wie weit können wir noch weiter reinquinsen? Wir haben ein paar Mal Among Us mit denen gespielt. Komm, das wäre super witzig. Total. Das ist actually echt witzig. Also ich bin gerade schon tut mir leid, ich wollte dich nicht betrayen, Anni. Bitte schmeiß mich nicht raus. Was ist mal Luna? Ich kann dir gerne fragen. Ich weiß nur nicht, ob die gerade League spielt. Nee, singen werde ich nicht. Naja, doch, Revi ist schon in der Among Us Runde. Oh, schade. Auf wen warten wir jetzt nochmal genau? Sonst lass mich mal. Also, ich hätte. Vielleicht kann man die Dona Spock fragen. Ja, wir können ja auch einfach zu 9 spielen mit einem Imposter. Oder Anni, deine Mods haben nochmal mitgespielt. Ja, können wir auch machen, aber. Ich könnte gerade noch jemanden anrufen. Achso, ihr sucht Leute? Ja, warte, ich frage auch mal kurz. Wir könnten Tim Jacken noch fragen. Oder Harald. Aber Harald hat geantwortet, wahrscheinlich keinen Bock mehr. Yeah, Harald. Oder soll ich Turi fragen? Ich könnte mal Selfie und Tim Jacken fragen. Ja, frag mal Selfie. Mach das mal. Selfie war überhaupt schon mal. Hat die schon alle immer mitgespielt, ja. Soll ich Turi fragen? Ich frage mal Turi. Go for it. Aber ich kann Turi nur bei Dings schreiben, bei... Gott, ey, die sind alle schon so erfahren in diesem Spiel. Ich werde so reinscheißen. Ja, Maso, das ist gerade in dem League-Game, so die braucht zu lange wahrscheinlich. Pia, also das letzte Mal mit dir Among Us gespielt hat, hast du eine Legenden-Runde als Imposter. Oder ist Turi im Chat? Und ich bin Legenden gestorben. Ist Turi im Chat? Ich habe jetzt nein. Stress, wenn ich dran bin. Es war einfach nur Glück, dass du rausgevotet wurde, also für die anderen. Hi. Das war am Ende, das hast du gespielt. Ich muss wirklich, also Dankeschön. Ich muss aber wirklich sagen, wenn ich gefragt werde wegen Among Us, das ist wirklich so ein ja, voll gerne. Among und im gleichen Moment, in dem ich ja sage, spüre ich einfach schon, wie der Stresslevel in meinem Körper steigt. Okay, hab sie gefragt, oh Chat. Es ist furchtbar, es ist eine Hassliebe. Wird noch gesendet, scheiße. TJ kann ich noch fragen. Aber warum sind denn nicht 10 Leute da? Das sind doch voll die bekannten Super-Streamer. Da müsste doch sich jeder drum reißen, oder? Mit denen zu spielen. Ich glaube, es wird bis 10 nichts mehr. Scheiße. Wir könnten auch vielleicht ein paar kleine Runden erstmal starten, oder? Mit nur einem Imposter. Oder meint ihr, das wird nichts? Wir sind zu 8, ein Imposter ist 8 schon... ist die schlechteste Zahl, um zu spielen. Mm. Egal mit welchem Setting, ja, ob eine oder zwei ist, beides Mist. Dann gehe ich raus, dann könnt ihr einfach so starten dann, oder? Nein, Matteo. Das war nur ein Joke. Ist das ein Angebot? Achso. Ja. Okay, was ist mit Leon oder so, hat der Bock? Lasst uns wirklich einfach eine Runde trotzdem, auch wenn es jetzt ein schlechtes Setting ist, aber lasst uns doch eine Runde mit 8 spielen, dann vielleicht mag Lara ja dann doch noch. Das wäre eine krasse Herausforderung an die Superimposter, wenn die das schaffen. 1 gegen 7. Alleine meinst du? 1 gegen 7 dann, ja. Das wäre richtig krass. Das wäre sehr krass, ja. Gut, keine Reaktion. Tschüss. Ja, lass machen, komm. Machen wir mit einem Imposter dann? In der Lobby. Ja, Pia fehlt. Und wenn wir einen Imposter machen, muss ich die Lobby neu machen. Dann machen wir einen Imposter, neue Lobby wird schon irgendwie gehen. Oh, was passiert? Okay, also soll ich jetzt den Code eingeben oder machen wir eine neue Lobby? Neue Lobby. Okay. Okidoki. Ah, Leon will? Ist Leon da? Das so schnell mit den Lobbys, ey. Ich bin begeistert. Leon da ist? Ja. Ich hätte Leon, der noch mitspielen könnte, wenn ihr Lust habt. Ja, perfekt. Okay. Ich meine eine neue Lobby mit zwei. Ja. Okay. Okay, Leon. Warte. Ja, sorry, ich hab's nicht gesehen, Leon. Ich kann nicht jede Nachricht im Chat lesen. Ich lese erstmal die wichtigen, die Leute, die gesubbt haben. Dann lese ich Follower. Dann lese ich die Trolle. Dann lese ich Mods. Und dann irgendwann lese ich deine Kommentare. Sorry, ist halt, man muss Prio gucken, Leon. Sehr kann gut, ich immer. 19, dann kannst du den Killcooldown ein bisschen hochsetzen. Echt? Spielt ihr wirklich mit mehr? 22, 5 ist. Ja, bei 9 Leuten nur würde ich ihn auf 25 oder so machen. Hello, ich bin da. Wir spielen tatsächlich mal mit 30 oder so. Ja. Wie viel ist einer Imposter? Nur einer, oh mein Gott.
So, nein, dann sind zwei. Ich schicke dir die Einladung für den Discord bei WhatsApp. Hallo, okay. Warum bin ich in einer einzelnen Lobby? Ich muss den nee, oder bei Slack ist einfacher für dich, glaube ich, oder? Oh, okay. Mann. Okay. Warte, ich schicke dir. Ich habe Freunde. Was ist denn mit Furtis und Lara? Lara will doch nicht. Und Furtis kommt, glaube ich, später, oder? Wie war das genug? Hm. Na, die ist gerade komplett gemutet. Ah. Okay, hab's dir geschickt. So, ich muss gucken, ob Turi geantwortet hat. Wieso hat denn keiner ein Haustier? Ich weiß es nicht. Das ist verdächtig. Meine Nachricht wird nicht abgesendet, warum nicht? Ja, ich hab alle gekauft. Sende. Ist Twitter gerade down, Chat? Aufs Schiff nehmen, dann ist es doch so traurig. Ist Twitter gerade down? Ja, das bricht mir jedes Mal das Herz. Turi will nicht. Turi will nicht. Ich hab eine Frage. Warum sieht man das Pet da auch liegen, nachdem die Leiche quasi... Ja, ja. Nur die Toten. Nur die Toten sehen das, ne? Wollte schon sagen, weil... Aber... naja, gut. Ich finde das halt doof, dass man das noch sieht. Also, es sieht eh kein Leben. Der einzige Nachteil, den du hast, ist, wenn Licht aus ist, dass du halt wesentlich größer zu sehen bist. Nein, der einzige Nachteil ist, dass du jedes Mal in Tränen ausbrichst, wenn du daran vorbeiläufst. Jo. Mein Hund hat mich letztens verraten, ich war richtig sauer. Ja, weil das Licht aus war und ich weggelaufen bin, nachdem ich getötet habe und jemand hat meinen Hund gesehen, meinte dann so im Meeting, ich habe einen Hund danke, gesehen. Chat, danke, danke, danke. War das in der YouTube-Aufnahme? Guten Appetit, Turi. War das das? Später. Ja, das war dann ich. Oh ja, stimmt, ja. Wen vermutet man denn? Georg dann am Straßenrand ausgesetzt. Du hast deinen Hund am Straßenrand ausgesetzt? Was? Ja, der hat mich verraten. Was? Oh, er ist ja wieder hier, er ist ja wieder an meiner Seite. Ja. Siehst du unten den Red Panda hoch? Er ist da wieder abgeholt. Das war eine Erziehungsmaßnahme. Geil, Leon ist dabei, nice. Ja, von wegen, ich spiele in einer neuen Gruppe. Ich spiele jetzt aber mit mehr Leuten, die ich kenne, als ich nicht kenne. Aus dem Kinderparadies hole ich ihn ab. Obwohl, es ist 50-50 gerade, ne? Mit Mauke haben wir schon gespielt. Mit Anni haben wir schon gespielt. Mit Dalam schon gespielt. Leon haben wir schon gespielt. Die war es da unten in der Bällebahn. Das kommt da noch oder später oder gar nicht mehr? Der ist tot. Also, ich finde das echt nicht cool. Ist das so ein Experiment, wie lange wir dranbleiben ohne Spiel? Ja, er sagt, er kommt. Aber bei Ford ist es so, wenn er nicht antwortet, muss irgendwas sein, weil der ist immer zuverlässig. Deswegen blame ich ihn jetzt nicht. Okay. Mit Gnu habe ich auch schon gespielt. Stimmt. Hello, stimmt. People. Hallo. Hallo, Leon. Was geht? Wie heißt die? Feil? Oh, hallo. Feil? Hier konnte ich nicht ausgeladen werden von Matteo. Leon, fang so jetzt nicht an, okay? Nein. Matteo hat gerade eben noch extra gesagt, was, wir suchen noch jemanden. Ich würde super gerne Leon mit reinnehmen. Das ist wirklich so ein lieber, korrekter Dude. Hätte ich dein dabei. Erster Satz war, ich kenne keinen. Ja. Kann mir kurz jemand sagen, wie ich das Overlay vielleicht aktivieren kann? Guck mal, in den Text-Channel habe ich einen Link reingepostet. Yeah. Den kannst du einfach als Browser-Source bei OBS einfügen. Ach, echt? So einfach. Ach, das ist ja voll geil. Ey, ich kann halt keine Challenges machen, Leute. Das ist zu stressig. Dankeschön. Also außer ich... morgen machen wir ein paar Challenges. Heute nicht. Ich raste sonst aus. Okay, Leon ist drin. Wir sind 9 von 10. Wir können starten. Wollen wir erstmal eine Runde zu 9 starten? Vielleicht finden wir ja gleich noch jemanden. Ja, let's go. Was ist das, gut. Wollt nicht ein paar aus unserer Gruppe, Vlesk, noch? Ich hab nur Mazet gefragt. Keine Ahnung, ob da jemand will. Okay. Gerne nachfragen. Das sieht doch gerade, eigentlich wird das doch naheliegend, dass du dann vielleicht... Ich kann heute leider auch nur bis 22 Uhr, ich muss dann leider auch los. Also kannst du eine Runde mitspielen? Ich kann sagen, ja, es tut mir leid. Danach aber auch nicht Ewigkeiten, also ich bin auch nur... Soll weißes recht sein, Panda ja da. Ah, I'm sorry. Genau. Boah, Anni, wie siehst du denn aus? Rekrutieren. Soll ich einfach mal starten? Holy, nein, ich meine, im Stream. Ach so, da bin ich ein anderes... Alter! Shoyoka und Gnuda. Yay! Soll ich mal starten? Wenn nur eine Runde, kannst du auch eine Challenge machen. Leute, ich verkacke mir nur die eine Runde jetzt nicht mit der Challenge! Oh, das glaube ich nicht. Oder? Oh, Entschuldigung, ich bin nicht gemutet. Okay, let's go! Chat, ich muss euch wegdrehen. Wir sind Crewmate. Okay. Aber warte mal. Gibt's hier Task? Lauf mal direkt runter. Ich hab gefaked, dass ich die Task nicht gemacht habe. Ich gehe mal in Storage. So, die werden mich jetzt sofort verdächtigen. Ist aber gut so. So, Leon und Bless laufen. Wenn Leon mich sofort jetzt killt, dann kotze ich ein bisschen. Ich brauche erstmal 8 Runden, um reinzukommen in dieses Spiel. So, Bless steht da an der Ecke. Okay.
So. Okay. Erst mal ein bisschen die Task machen. Oh, Vlesk ist tot. Hm. Ich habe legit 3 Sekunden bevor der Report kam gesagt, das wäre lustig, wenn Vlesk als erstes stirbt. Okay. Okay, wo lag er? Matteo? Ja? Was habt ihr gemacht? Ich habe Task gemacht und dann war unten beim O2 Leon. Was fragst du so blöd? Du hast doch die Leiche gefunden. Ja, ich wollte nur mal fragen, was du so gemacht hast. Also weil du halt auf der Leiche standest, weißt du? Ich hab einen Abstrich gemacht. Ich bin da langgelaufen und hab dann geprüft, ob er wirklich tot ist. Ah, okay. Hast du mal den Finger dran gehalten? Ja. Wow. Also er war tot. Und dann ging das Licht aus und dann kam Leon und hat reported, kurz bevor ich selbst drücken konnte. Ach so, also du hast ihn tot gesehen, als das Licht noch nicht aus war. Willst du gerade mit sagen, oder wie? Ja, genau. Und dann habe ich mich draufgestellt und dann kamst du plötzlich um die Ecke gelaufen. Ich bin Crewmate. Also er lag links unten über dem Garbage Chute. Okay. Ja, genau. Also, Leute, wenn ihr mich jetzt rausvotet, dann spielt es Leon in die Karten, weil ich glaube, der hat den umgebracht. Ach so, okay. Du meinst, der hat deine Kameras war die ganze Zeit. Ja, nee, also, jetzt mal Real Talk. Ja, sinnvoll. Das war nur ein bisschen Spaß. Also ich bin wirklich mit Vlesk runtergelaufen, dann haben wir da irgendwie Tasks nacheinander gemacht, ich bin die ganze Zeit hinterhergelaufen, dann habe ich O2 die Flaschen aufgefüllt, bin zurückgekommen, habe Vlesk Leiche gesehen und habe dann erst mal mich dran gestellt, um zu gucken, ob ich irgendwas sehe. Und dann ging wirklich das Licht aus und dann ist wirklich Leon gekommen, hat reported. Also das klingt so abenteuerlich. Ich möchte nochmal nur mit ganz oft wirklich dazwischen. Wirklich. Also sehr, sehr viel Zeit gekostet auf jeden Fall. Ja, aber ich würde jetzt erstmal trotzdem noch skippen. Ja, erstmal skippy. Ich glaube, dass das wirklich verdächtig ist. Ich würde auch skippen. Aber Leon, jetzt mal Real Talk. Ja? Warum sollte ich da rumstehen, wenn ich den getötet hätte? Ja, keine Ahnung, vielleicht hast du ihn ja gerade erst getötet. Und dann stehe ich da immer noch rum. Dann komme ich heute um die Ecke. Was hast du auf der Kamera denn gesehen? Okay, ich mute mal. Bis gleich. Okay, ist ein guter Start, würde ich sagen. So, Licht ist aus. So, also es könnte wirklich sein, dass Leon gewesen ist, ne? Aber Leon sollte mich dann am Leben lassen, damit der Verdacht auf mich fällt. Aber wer ist denn hier drin und steht hier einfach? Shurioka? What the fuck? Warum stand Shurioka da einfach so drin? Und warum hat Anni keine Angst vor mir? Warum hat Anni keine Angst vor mir? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Anni ist auf jeden Fall Killer. So, Mauki kam von hier unten raus. So, die Kameras sind an. Ich mache jetzt da unten die Wires. Licht geht aus. Okay, wer ist denn White? Da ist jemand tot, gerade frisch gestorben. Ich drücke Alarm. Ja, bitte? Hallo, ich bin's wieder. Hallo. Oh nein, Anni! Also, mein Intel. Anni war in den Kameras, als ich noch drüben bei Electrical war. Dabei waren saftiges Gnu und Tamina, glaube ich. Ja. Dann bin ich rübergelaufen zu Admin, hab da auf den Live-Monitor gesehen und hab gesehen, dass Anni tot ist und hab dann deswegen gedrückt. Wer ist denn jetzt gerade in Admin? Nicht in Admin, ist denn gerade an den Kameras, also in diesem Raum? Und eine Sache, oh ja, sag ich gleich. Also ich war gerade, also das Licht ist ja nochmal ausgegangen. Da war ich, glaube ich, mit Mauki. Pia war, glaube ich, auch da. Pia und ich waren als erstes raus. Ja, genau, es hat ein bisschen gedauert, weil wir alle so ambitioniert waren, dieses Licht wieder zu finden. Deswegen habe ich auch aufgehört. Aber dann bin ich halt nach rechts raus und habe
gar nichts mehr mitgesehen. Ich bin also mit Maoki rechts, wir sind gemeinsam von den Lichtern losgelaufen. Ja, ich glaube, wir sind alle Angst rechts, genau. Vor ihr. Deswegen habe ich leider sonst niemanden gesehen. Dann habe ich noch eine kurze Frage an Shurioka. Das Licht ging am Anfang direkt aus. Wir sind reingelaufen und wollten das anmachen. Und du standest aber als Einzige einfach mitten im Raum und hast gar nichts gedrückt oder dich auch gar nicht bewegt, obwohl du ganz früh drin warst. Ich bin nachgekommen, das ist mal das Erste, und ich habe nichts gesehen und ich bleibe bei solchen Sachen immer daneben stehen, weil wenn ich mit Gnu spiele, dann weiß ich, dass Dex Kills kommen. Hey, was soll denn das heißen? Ich habe nicht gemacht, weil ich mich, wenn ich mit Gnu spiele, nicht in Gruppen stelle. Ist nicht böse gemeint, die zweite Tamina, gemeinsam ja? hatten, dass du sieben Leute als wir beide an Wires standen, bist du, als es dunkel war, hochgelaufen und wer war vor dir da? Ich glaube, also als ich reingegangen bin, also ich bin halt straight zu Licht reingegangen und da waren halt Maoki und Shoyoka, habe ich gesehen, die Farben. Aber es kann auch noch jemand da gewesen sein. Und Leon war auch da? Ich war der Erste, der an Lights war, also nach dem letzten Meeting. Doch, ich glaube, das kann sein. Ich habe irgendwie einen Kürbis oder sowas gesehen. Genau, ich war der Erste, der an Lights war. Also, was machen wir? Also für mich sind es Dalu und Tamina, aber ich kann mich verdächtige Gnu. Also für Mateo. Mich ist das auch alles ganz klar. Ich fetch. Ach so, für mich nicht. Für mich auch nicht. Okay. Okay. Also Dalu ermittelt null. Du? Selber wählen? Was? Und wenn Dalu nicht ermittelt, ist er manchmal Imposter. Und eine Masche bei ihm ist, dass wenn er Imposter ist, er so kritische Fragen an seinen Imposter-Mate stellt. So einfach nur so, damit da der Verdacht weg ist. Aber er ist natürlich jetzt weit hergeholt. Ne? Das ist alles nicht hieb- und stichfest. Wir machen mal weiter unsere Task und versuchen mal nicht zu sterben. Ich kann hier Benzin einfüllen. Ich habe meine Task im Dropship noch gar nicht gemacht, oder? So, Tamina läuft an mir vorbei. Das Licht geht aus. Ist hier ein Mord geschehen? Dalu hat das Licht angemacht. Maoki und Dalu laufen hier rein. Okay. So, Tamina lief davon weg. Dalu ist an den Kameras. Oh, und hier ist eine Leiche. Hallo. Moin. Wo lag sie? Hallo? Sie liegt unten, wenn man aus O2 rauskommt. Also da gibt es doch diesen Communications oder bei Weapons, dieses Dreieck, ja, wo man da steht. Da liegt die Leiche direkt davor. Oh, okay. Ich war gerade eben direkt oben bei Dalu an den Kameras und da war... Und Tamina ist mir entgegengekommen, sie ist aber von Electrical rübergelaufen zu, also in Richtung Laboratory. Lab, genau, da bin ich auch gerade drin und habe meine letzte Wire-Task gemacht und Pia kam mir halt noch entgegen davon. Mhm. Also ich glaube, Tamina fällt für den Kill raus, weil das würde vom Lauftiming nicht passen. Dalu hätte es theoretisch machen können und dann direkt an die Monitore laufen können. Nee, kann ich dir sogar sagen, warum das nicht geht. Ich stand am Anfang unten in Admin, dann bin ich, hatte ich Leon gesehen, ich bin mit Tamina hochgelaufen. Also ich bin eigentlich Hand in Hand mit irgendwem rumgelaufen. Genau, Dalu habe ich auch an den Kameras gesehen, bevor der Kill geschehen ist. Ich war an den Live-Monitoren eben gerade vor 7 Sekunden, da war der Kill noch nicht geschehen. Ich war jetzt gerade am Ende an Admin und jetzt ist der Kill geschehen. Warte. Woher willst du wissen, dass der Kill... Also das finde ich auch. Du weißt, wann der Kill geschehen ist, Leon. Woher weißt du, wer an den Kameras war? Schreit euch nicht an! Ich wusste, dass jemand an Kameras ist. Und aber du wusstest eben das noch. Ah, okay, das habe ich nicht. So, also, ich war gerade eben an Live-Monitoren, da war noch kein Dev. Vor 7 Sekunden war noch kein Dev da. Da bin ich also zu Admin rübergelaufen und jetzt eben gerade hast du reportet. Also für mich ist müssen ja jemanden flippen. Für mich ist es ein Self-Report. Self-Report? Nee, war kein Self-Report. Spicy. Aber guck mal, so schnell und also, dann reportest du ihn. Für mich müssen es Matteo oder Maoki sein. Ja. Nee, okay. Also ich glaube, es ist Leon, weil er versucht, Dalu ein Alibi zu geben. Ich frage mich, warum Leon, also hast du es wirklich gesehen, dass ich an den Camps war? Ich habe gesehen, dass jemand an den Camps war. Nein, du hast gesagt, Dalu war die ganze Zeit an den Camps. Matteo hat eben gerade gesagt, du warst eben gerade noch an den Camps. Also wir voten Leon alle. Nee, wir voten Matteo. Self-Report. Ich glaube, Leon wird nicht detektivieren. Also ich werde bei sowas den Self-Report in Erwägung ziehen. Nein, macht einen Fehler. Ja, sorry. Okay, viel Spaß. Tschüss. Schwierig. So, schaffen wir die Task noch? Ich probier's mal. Also für mich hat Leon gerade gelogen, weil warum sollte er Dalu so ein Alibi geben? Und wenn er Dalu ein Alibi geben will, dann sind es für mich Dalu und Leon. Aber ich hatte wenige stichhaltige Beweise. Thank you.
So, ich versuche die Tasks zu machen, vielleicht können wir es ja noch schaffen, aber ist eigentlich vorbei. Die machen den Double Kill jetzt hier oben wahrscheinlich, oder? Ja, das war's. Alter, Dalo, was ist gerade. Ich habe kein Vertrauen in dich, Maoki. Ne? GG, well played. Wenn ich hier wohin laufe, sage ich jedes Mal zu meinem Chat, ich vertraue Maoki nicht und jedes Mal sterbe ich. Maoki, als Imposter sind wir echt gut. Ja, ja, Dalo, ich liebe es. Nein, das aber. Sorry, ich habe nur jemanden. Wer hat gerade reported? Und zwar, wer war das? Wen habe ich getötet? Shorioka? Mich? Ja. Also. Ich bin Matteo hat reported. Das war aber du Sekunde, hast mich nicht gesehen, Matteo? Nee, ich habe dich nicht gesehen. Warst du da gerade in der Nähe, Gott, oder was? Ich bin in eine halbe Sekunde verschnitten war das. Eine halbe Sekunde. Oh, das meinte ich halt auch. Der Kill ist wirklich eben gerade. Wie ich auch einfach gestorben bin, Maoki. Oh, ja. Guckst du auf Twitter rüber, sieh deinen Tweet, merkst du, dass du alle markiert hast, außer mich, sagst so, ich glaube, Maoki hat ein Problem mit mir, zack, Kehle durch. Also, das war auch ganz strange, weil ich bin mit Vles die ganze Zeit rumgelaufen und auf einmal war er tot. So, aber direkt da, wo wir rumgelaufen sind. Ey, Matteo, wie kann man sich als Crewmate so sass machen? Ich verstehe es nicht. Also, ich versuche wirklich den Fall aufzulösen. Bloß halt nicht, als ich gestorben bin. Ich muss gerade etwas beichten. Ich habe deinen Tweet kopiert und deswegen habe ich dich vergessen. Du hast dich einfach selber reingemacht. Oh mein Gott. War nur Spaß, alles gut, alles gut. Deswegen habe ich Vles vergessen. Ich hab Vles-Tweet kopiert. Alles cool, Leute, alles cool. Oh Gott. Hier tun sich Abgründe auf. Er hat uns sogar noch Legenden genannt. Wir sind so scheiße. Dieser Jock. Idiot. Ich hab das noch rausgelöscht mit den Legenden, weil ich dachte, nee, das traue ich mich nicht, weil Vles spielt gut, ich nicht. Und dann habe ich vergessen, ihn zu checken. Und es tut mir leid. Ach, Dalo, ey. Oh. Matteo, ich habe sogar mit dir gevotet. Also ich war voll auf deiner Seite. Ich weiß, ich weiß. Es fühlte sich immer verkehrt an. Jede Runde dachte ich, Dalo und Tamina? Nee. Dalo und Leon? Nee. Ach, scheiße. Na gut. Ab 22 Uhr habe ich zwei Leute. Also wenn Matteo dann raus ist, dann kommen TJ und Stegi kommen dann rein. Ich bin dann auch ein bisschen später. Mal gucken. Ach, bleib doch, jetzt mach mal nicht dies. Wir spielen so selten zusammen bis nach zwei Runden raus, ey. Ich wollte ja auch einfach heute nicht schon wieder absagen, aber ich habe Drops für Anno bekommen und ich will Anno spielen. Kannst du morgen Anno spielen, das spielt man alleine. Dann spiele ich auch Doom und Anno. Dann spiel du morgen Doom und Anno. Spiel heute mit, Mann, jetzt mach mal nicht diesen. Die Familie ist an Weihnachten, trifft du nur die erste Person bist, die fährt am Abend. So. Ja, wirklich. Voll. Komm, starten. Absolut. Nur, dass ich danach starte. Anno spielen kann und ich würde wirklich fahren. Okay, oh, also ein oder zwei Runden schaffe ich noch, Chat. Okay, auf geht's. Ach nee. Oh, mit Maoki? Okay, ich habe noch nie mit Maoki gespielt. Oder oben ist jemand lang gelaufen. Also Dalo ist im Ermittlungsmodus, er wird nicht viele Tasks machen. Es kommt mir entgegen. Oh, da kommt mir auch jemand entgegen. Scheiße. Wiu, 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 no. Hey, Gnu ist das? Jetzt war ich verwirrt. Ich bin gerade. Maoki. Entschuldigung. Was ist los? Ich möchte bitte Anti-Mobbing einreichen. Anti-Mobbing einreichen. So oft getötet, Maoki. Ey, was soll ich sagen? Entschuldigung. So. Ja, wo ist denn die Leiche gefunden? Die Leiche ist im über Specimen. Okay. Was ist Specimen nochmal? Da rechts der Raum mit der Schleuse. Okay, ich will dich mal informieren. Ich stand gerade an der Schleuse. Leute. Drei Leute, Türkis, Lila und Orange. Ja, ich kam gerade entgegen. Vles kam mir entgegen aus dem Lab.
Und dann war noch Shurioka, genau. Und ich habe gesehen, dass die Schleuse gerade aufgeht und bin deswegen weggelaufen, aber ich weiß nicht, wer da drin war. Also ich kann confirmen. Ich bin mir nicht sicher gerade. Was genau? Du auch im Lab? An der Schleuse, an der oberen. Ja, genau. War da, aber sie hat definitiv einen Task gemacht und die Leiste hat sich bewegt. Dankeschön, Mau. Andi, wie war dein Pathing jetzt gerade so? Nachdem du dich mit Dalu getrennt hattest? Ich habe mich nicht mit Dalu getrennt. Dalu ist die ganze Zeit hinterhergerannt. Ich war nach unten in O2. Ich habe mich so gewundert, dass du in die Camps gegangen bist, ohne Angst zu haben, dass ich dich kill. Das ist... Ja, ich dachte, ich lasse einfach mal kurz. Was soll man sonst machen? Also ich kann Dalu auf jeden Fall ausschließen, der war auf der linken unteren Elf. Ich persönlich denke, es muss jemand im Laboratory gewesen sein, falls da jemand war, und runtergedippt sein, weil Tamina und ich waren in Specimen und haben da Tasks gemacht und es kam uns keiner mehr weiter von dort entgegen. Blesk, wo bist du denn hingelaufen, als Licht an war? Okay. Ich kann nicht durcheinander hören. Sorry. Ja, also Les kann das nicht gewesen sein. Der kam mir entgegen und es würde gar nicht passen vom Timing. Also null. Ich stand an der Truhe mit diesem. Ja, ich habe die Was auch immer das ein Task ist. Einordnen. Ja. Von Kristallon. Oh, ich muss gerade aufstoßen. Sorry, Chat. Ich bin so aufgeregt. Beschuldige Mauki? Nee, ich beschuldige erstmal niemanden. Erstmal Informationen sammeln. So, jetzt ins Dropship. Oh, Mauki ist hier drin. Ich laufe Mauki hinterher, vielleicht können wir hier irgendwie... Also ich muss gucken, ich muss wirklich sehr vorsichtig spielen. So, Dalu war da unten. Ich würde jetzt gerne nochmal runtergehen und gucken, ob ich Dalu erwische. Ist hier jemand drin? Nope. Ist hier jemand drin? Nope. Oh, jetzt jemand snacken hier unten, wäre geil. Nein, ich hab mich verdrückt! Wollt grad killen! Und? Okay. Dalu, Anni... Shurioka, Mauki waren alle auf der rechten Seite. Mhm. Wo ist die Leiche? Links. Beim anderen. Ja, ich bin im Lab, aber gerade. Blesk ist auch tot, by the way, ne? Hat den jemand gesehen? Warte mal, du hast vier Leute benannt und du. Nee. Ich habe Dalu, Anni, Mauki, Shurioka, habe ich alle rechts gerade gesehen. Ja. Kam irgendjemand von links an? Wer war denn links? Es muss ja jemand gedrückt haben. Ich bin rechts im Laboratory. Also, ich habe gerade noch einer von denen oder beide gedrückt haben, die jetzt beide tot sind, ne? Also Vlesk und Tamina. Ich hab rechts gedrückt auf jeden Fall. Tamina habe ich links gefunden beim Loch. Das heißt, jemand ist auf jeden Fall weggewendet. Anni war auf jeden Fall die, die als erstes, glaube ich, da war. Von wo sind die Leute gekommen, die nachgekommen sind, Anni? Weißt du das? Also du kamst aus dem Lab raus und Pia kam aus dem Lab raus. Ich bin erstmal reingelaufen, zu gucken, ob da irgendwas liegt, was Seismic gecallt wurde. Da war nichts im Lab. Und dann bin ich zu Seismic gegangen und da stand Leon, stand da, Pia stand da rechts. Und dann wollte ich nach links laufen. Okay. Dalu kam von links und dann sind wir wieder nach links gelaufen. Okay, pass auf. Also ich könnte mich damit jetzt selbst verdächtigen, aber ich will euch helfen, den Fall zu lösen. Auf der linken Seite waren Mina und ich unten links und hatten relativ viele Tasks zusammen gemacht. Ich war zuerst an den Wasserflaschen dran und dachte, sie killt mich. Sie hat sich aber dazugestellt und alles war gut. Matteo war vorher auch unten links. Ich glaube, Matteo hat den Seismic angemacht, also ich bin direkt losgelaufen nach oben. Und bin aber natürlich auf die rechte Seite gegangen, weil links sackt, ja. Und ich glaube, Matteo ist hinterhergekommen und hat Tamina abgeräumt. Also eigentlich hätte ich sogar gedacht, dass Matteo versucht, mir das in die Schuhe zu schieben, weil das war das perfekte Play. Aber ich glaube, Matteo hat links Tamina gekillt. Hat Matteo irgendjemand... Eine kurze Frage. Nee, kann man ganz schnell bei diesen Sachen, die jetzt gerade bei den Generators sind, kann man darüber stehen und das trotzdem... Ja, kann man. Ja. Habe ich gemacht. Ich bin von unten hoch zum Lab gelaufen. Müssen für wir Worten nehmen? Ne? Ja, unabhängig davon waren wir mit fünf Leuten auf der rechten Seite, nur Matteo hat gefehlt und Leon halt.
Ich hab's gedrückt. Leon war rechts, ja, aber Matteon ist ja auch links rübergerannt. Tschüss, viel Spaß. Ja, aber Andi ist mit mir zusammen rübergelaufen. Ach, scheiße, Mann, das ist ja auch alles zusammen. Ja, okay, dann ist das. Die sind alle zusammen rumgelaufen, das war halt sehr unlucky, ey. Na gut. Okay. Ah, damn it, der Medalo ist richtig schwer. Medalo ist wirklich schwer. Und ich kenne die Map noch nicht so gut. Wieso wird Medalo immer geglaubt? Naja. Das war halt gerade unlucky, dass sie wirklich alle auf einmal waren. Ja, Self-Reporter war Leon zu nah dran. Dalo immer als erstes wegmachen. Ja, das müsste ich eigentlich machen. Ich habe super slow gespielt. Ich habe in der ersten Runde gar keinen Kill gemacht. Und dann habe ich meinen ersten Kill erst beim Reaktor gemacht. Und das hätte auch funktioniert, wenn die nicht alle gestackt... Hallo? Hab Dalo gefunden. Wenn nicht alle gestackt gelaufen wären. Das ging schnell. Wir waren zusammen im Lab, dann ging das Licht aus. Ich wollte weiter in den Lab reingehen, ich wollte nicht zu Lichter gehen. Und dann ist Dalo mich verlassen. Ich war so, okay, scheiß drauf, geh hinterher. Bin hinterher, bin ich gefunden, auf dem Weg zu also wenn man quasi diese gerade Strecke geht, von rechts zu, von Lab zu links zu Electrical, mitten draußen steht da irgendwo. Tja, also wir sind safe, einen Imposter rauszuhaben. Leon, genau. Wer war das nochmal? Matteo war safe Imposter, Leon war safe nicht Imposter. Pia und Mauki bleiben für mich. Weil Mauki war auch nicht rechts. Nee, ich war nicht rechts. Ich war links. Genau. Ich bin also Mauki bleibt für mich sus. Mauki, was hast du diese Runde gemacht? Hallo? Mauki, was hast du diese Runde gemacht? Ach so, ich hab Pia gefragt, sorry. Ich war gerade links und wollte dann hoch zu Lichter laufen, weil Lichter ausgegangen sind. Was hast du links gemacht? Ich wollte die Flaschen einstellen. Flaschen einstellen? Ja, dieses, wo du die Flaschen reinstellst. Oh oh. Wolltest du mit O2 befüllen? Genau. Oh oh. Mhm. Aha, wie viele Flaschen hast du da gemacht? Bisher noch keine. Mhm. Oh, aber du wusstest, dass du sie machen musst. Oh oh. Ja, natürlich, du hast deine Tasks. Oh oh. Mhm. Würdet ihr jetzt voten? Sorry, aber ich calle hier gerade, also ich mache mich jetzt damit selber auch wieder sus, ich weiß, aber ich calle so ein bisschen... Self-Report, weil, lasst mich ausreden, ich bin nach links gelaufen, um zu O2 zu kommen und Anni und Dalo sind nach oben gelaufen. Ja, ich war mit Dalo zusammen, wie gesagt, wir waren zusammen oben. Ja, ich bin nach links gelaufen, als Licht ausging, ich bin im Lab geblieben, bin dann links hinterher und dann lag er draußen. Ich bin es also ich hab keinen Safe-Sass auf irgendjemanden gerade, deswegen... Nee, ich auch nicht. Haben wir nicht... Wie sieht's? Ich hab noch bestimmt drei Tasks oder so. Shit. Ja. Ach, scheiße. Matteo, eine Challenge-Runde, immer eine Frage mit der Gegenfrage beantworten. Wenn ich Crewmate bin, gerne, ja. Aber als Imposter ist es zu stressig, weil wir sind in einer richtigen Hardcore-Runde, weil Dalo ist ein super krasser Ermittler und Blesk auch, aber die killen Blesk die ganze Zeit. So, mal schauen. Wir gehen mal Mauki hinterher, gucken mal. Ist jetzt echt schwer für sie, ne? Sie müsste zwei Kills begehen, sozusagen. Oh, jetzt müsste sie Shurioka killen und dann Alarm drücken und für Cooldown nochmal einen killen. Das wäre perfekt. Oh, kill Shurioka! Mauki! Okay, hier geht's aber auch noch. Hier geht's aber auch noch. Ich habe keine Tür zugemacht übrigens, das hat sie alleine gemacht. Ich sabotiere gar nichts gerade. Sehr gut, Leon ist tot. Oh, das war ein Lag. Warum geht sie hier hin? Steckt sie sich hier? Sie wartet auf den Cooldown, das ist gar nicht so doof. Oh, Licht aus! Sie gewinnt das! Sie spielt es ja mega gut! Nicht reporten! Ja, die Leiche garden, das ist smart. Die Leiche garden, das ist smart. Und dann entgegenlaufen und töten. Also wie gut ist sie eigentlich? Sie ist mega gut. Da kommt Anni! Nein! Okay, Anni macht die Runde. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es Anni ist, weil ich weiß nicht, wo die Leiche ist. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich war vorhin die ganze Zeit mit Mauki auf der linken Seite. Oh mein Gott! Und jetzt, als das Licht ausging, habe ich gecheckt und habe gesehen, dass Leon tot ist. Oh mein Gott! Und wenn die Leiche nicht links unten irgendwo liegt, dann bin ich mir relativ sicher, dass es in diesem Fall Anni ist und dass es der zweite Self-Report ist.
Also Anni, was hast du gemacht? Ich schwöre dir, ich habe keinen Self-Report gemacht. Ich habe noch echt viele Tasks gehabt. Wie gesagt, ich bin in Specimen reingelaufen, alleine. Sie ist richtig hab stark. Habe in Specimen Simon Says gemacht, bin hochgelaufen, habe oben an die Kabel verbunden, bin rausgelaufen, habe den Scan gemacht, wollte dann links raus, weil ich noch eine Task machen muss, ich sag nicht wo. Und dann lag der in Lab. Was, du sagst nicht wo? Ja, weil ich nicht will, dass ich da gleich gecatcht werde und getötet werde. Aber wir müssen jetzt eh voten, weil wenn wir jetzt nicht voten, dann ist gleich over. Was hast du noch offen, Mauki? Ich habe tatsächlich nur noch das Betanken der rechten Tankfüllung. Und dann bin ich durch. Oh nein. Dann ist Mauki sass, weil man tankt erst rechts und dann links. Was? Was? Ja, nein, wenn du tankst, dann tankst du erst rechts und dann tankst du links. Und wenn du es nicht, also wenn du links getankt hast, kannst du links zuerst getankt haben. Nein. Du kannst legit beides betanken. Nein, ja, aber du musst erst rechts und dann links. Du kannst nicht. Ja, aber du kannst trotzdem beides betanken. Was für mich noch ist es ehrlich gesagt viel mehr sass, dass du schon die zweite Self-Report hier veranstaltest. Oh. Nein, du hast die zweite Leiche gefunden. Ich habe nicht Self-Report. Sorry, ja, aber es ist halt trotzdem super sass. Wollt ihr mich verarschen? Pia, was hast du gemacht, die Runde? Ich bin gestresst durch die Welt gelaufen und muss jetzt noch eine letzte Quest machen. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Das vorletzte, was ich hatte, war unten rechts. Ich glaube, Specimen heißt der Spaß. Ich habe nur noch eine Quest auf. Bei sowas gehe ich ins Self-Report. Du mal sie sagt Anis. Pia. Anis also sagt Pia. GG. GG, wie gut einfach. Wer hat denn rein geintet? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Wer war das denn jetzt? Gigi! Oh mein Gott! Nein! Mauki, du bist ja unfassbar gut, ey! Oh no! Oh. Ja, so! Pia, letzte Runde noch, ich kann Mauki nicht vertrauen. Nächste Runde vertraut Mauki. Ja, kein Sinn. Aber Anni, es geht. Also, das weißt du aber auch, ne? Was denn? Du es kannst geht, man erst kann links befüllen. Ja. Nein, kannst du nicht. Doch. Echt? Du siehst es nur nicht. Du kannst einfach hingehen. Genau, es wird dir nicht angezeigt, aber du kannst es befüllen. Ich befülle euch gleich. krass. Es ist so ich hoffe, das ist ein Fest. Ja, aber zu sagen, die letzte Task, die ich machen muss, das ist betanken. Das macht man am Anfang. Oh mein Gott, echt. Ich war so, oh Gott, ich habe mich selbst verraten. Mateo, egal, du hast Amina gekillt, oder? Ja, ja, das stimmt. Ja. Also es war einfach unlucky, dass ihr alle vier zusammen wart, als ihr das gerade gefunden habt. Weil ich bin wirklich zu euch gewendet und wollte dann von hinten in euch reinlaufen, sodass ihr sozusagen mit mir die Leiche findet. Aber dann waren auf einmal alle da, ja. Okay. Ey, Pia, du hattest so ein Glück, dass du nicht früher um die Ecke gegangen bist. Ich habe die ganze Zeit am Leichnam gewartet, um die letzte Person zu töten. Es kam keiner. Dann bin ich zu Licht gelaufen und dann hast du ihn gefunden. Ich habe ihn nicht reported. Das Problem bei mir war, ich habe es halt gesehen an dem Bildschirm, dass jemand tot war und wollte halt zum Meeting-Knopf, aber das Licht war an, deswegen ging es nicht. Das Problem war halt literally, also ist jetzt unlucky, aber ich habe ja nicht so viel mit euch gespielt und die letzten Male, an die ich mich halt an Mauki erinnern kann, war, sie wird suspected und wird unter Stress gesetzt und dann kommt das Antwort, ja, ich laufe rum und habe euch alle getötet. Aber ich habe Mauki einfach nicht zugetraut, dass sie jetzt hier so gut lügt. War so, ja, können wir die nächste Runde direkt starten? Sorry, weil ich Druck mache, aber ich muss um 10 echt weg. Mateo, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, noch mal alle töten. Aber voll gut, Mauki. Mauki, auf mich umzubringen. Betanke mich. Oh, Crewmate, ich muss euch ausmachen. Ciao, ciao. Okay. Super Ermittlung. So, wir gehen jetzt hoch. Faken. Und gehen runter. Na! Ich fake jetzt, weil ich hier scheiße bin. okay, geschafft. Ah, nee, bleibt bei mir stehen. Okay. Ich würd ungern so mega viele Tasks machen. Ich würde gerne ein bisschen gucken, was passiert. Okay, Licht geht aus. Scheiße, don't let me die. Ich gehe mal in den Heartbeat-Monitor. Jetzt gucken, ob jemand gekillt wird währenddessen. Werde ich gekillt währenddessen? Nobody knows. Brown is dead. Wer ist Braun? Wer ist Braun? Wer ist Braun? Wer ist Braun? Wo könnte Braun gestorben sein? Es war gerade kurz, nachdem das Licht angemacht wurde. Ich gehe mal hier unten suchen. Wo könnte die Leiche liegen? Wo könnte die Leiche liegen? Mauki, was machst du denn da? Was macht Mauki? Hä? Wo liegt denn die fucking Leiche? Liegt die irgendwo da oben? Licht geht schon wieder aus. Dann machen wir jetzt mal schnell unsere Task.
Okay, die habe ich nicht. Okay, Leon und Morki waren auf der Seite des Schiffs. Einer von beiden tot. Oh, da kam mir jemand entgegen. Wer war das? Scheiße, ich habe es nicht gesehen. Okay, die Tür ging zu. Oh, die waren alle hier drin, okay. Warte mal, ist Mauk jetzt da unten tot? Emergency, okay. Hallo. Hallo. Ich habe keine Leiche gefunden. Ich habe gerade 100 Jahre gebraucht, um diese scheiß Swipe-Karte zu readen. Und habe dann gesehen, dass 3 Leute tot sind und wir vielleicht mal abklären sollten, wo die Leute hin sind. Ich meine, das ist aber jetzt relativ easy. Wie viel waren wir denn gerade oben? 4 Stück, ne? Ja. Mhm. Boah, wir waren alles da. Ich, ja. Leon war da. Ich war auch da. Tamina war safe auch dabei. Dalu war da. Also wir 4 waren da und dann kam oben Matteo raus. Ich kam später aus der Ecke, dazu, genau richtig. Ein paar Informationen. Also, den ersten Kill an Gnu, den habe ich auf dem Live-Monitor gesehen. Das war ungefähr, als das erste Mal das Licht wieder anging. Dann bin ich losgelaufen und habe in O2 die Leiche gesucht, weil ich dachte, die wäre da. Da habe ich Mauki gesehen, wie sie einfach so an der Wand stand und ich dachte erst, sie wäre Imposter. Bin dann hochgelaufen und mir kam Leon entgegen. Das heißt, Leon, ich war in die Kameras. Okay, aber Leon, du warst der Letzte, den ich bei Mauki in der Nähe gesehen habe. Dann bin ich rübergelaufen und dann wurde das Licht ausgemacht, bin wieder zurückgekommen und habe euch dann gesehen. Wo war Mauki? Mauki war unten im O2, da wo man das Wasserrad dreht oder das O2 auffüllt. Da stand okay, sie an der Wand. Da ist Dalu reingelaufen. Es wurde ja gerade ein Emergency-Meeting gemacht und keine Leiche. Ich bin zum Strom von rechts gekommen, nicht von unten links. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Dalus Satz, ja, wir waren ja gerade eben alle zusammen, das sollte einfach sein. Das ist einfach ja, 100% Dalu-Imposter für mich. Nee, aber ich finde, wenn du mit 4 Leuten zusammen rumläufst und es wird halt irgendwas reported, weil das Licht war aus, wir standen zusammen, wir waren sogar eingesperrt gewesen zu 4. Wir waren ewig zusammen auf einem Fleck. Ja, aber, aber das klingt alles für mich so, oh, das kann ich nicht gewesen sein. Ich glaube, ich kann er alle halt nicht einschätzen. Das ist so ich glaube ja, eher, Matteo, eine ganz kurze Frage. Halt Pia, warum drückst du den Knopf, statt irgendwie zu gucken, wo eine Leiche ist, dass die verschwinden? Das finde ich auch so ein bisschen. Und ich Angst hatte, dass die Leute das nicht mitbekommen und dann noch 2 getötet werden. Kein Plan, Mann. Ja, und es reicht auch schon. Es war gut, aber jetzt zu skippen ist halt irgendwie komisch von Dalu. Ja, finde ich auch. Ich hätte random geraten sonst. Ja, also war jetzt nicht eindeutig, aber ich denke, das war richtig. Okay, gut. So. Also, Dalu war meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Imposter. Wir müssen jetzt aufpassen, wer der zweite war. Leon hat ja Dalu gevotet. Ich würde also Leon ausschließen. Ich würde Leon ausschließen. Oh, Licht geht aus. Anni kommt mir entgegen. Okay, Anni geht zum Licht. Ne, wo habe ich meine Task? Ist ein bisschen gefährlich, hier rumzulaufen. Ah, ich will nicht sterben, aber ich laufe hier alleine rum. Ist wirklich dumm. Ich versuche mal zurückzugehen. So, das Licht ist an. Ich gehe mal in den Live-Monitor. Ich check mal ganz kurz, wie viele Leute noch gestorben sind. Also, Mauki war tot, Blesk war tot, Gnu war tot und Dalu haben wir rausgeworfen. Das sind die alle hier. Es ist niemand gestorben seitdem. Das heißt, der Imposter macht jetzt langsam. Lass uns mal. Oh nein! Oh. Hier hätte mich Anni aber gut killen können. Scheiße. Oh, sie will mich. Sie will mich. Anni, lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich mach das jetzt hier. No, don't kill, don't kill. So, warte mal, ich muss Specimen Room noch machen und ich muss da runter zu Weapons. Ich will nochmal checken, ob eine Leiche hier irgendwo ist. Okay, Tamina läuft vor mir her. Tamina checkt selbst. Es ist noch niemand gestorben. Versuchen wir das jetzt lame über Leon. Warum ist Leon hier? Drückt einen Alarm. Er wollte, glaube ich, Alarm drücken, oder? Es ist aber niemand gestorben. Er wollte, glaube ich, Alarm drücken. Warum wollte er Alarm drücken? Und da wurde gerade. Okay, ich vertraue Leon 100%. Da läuft gerade jemand weg von.
Maoki ist aus dem Spiel raus, okay. So, Anni läuft da weg. Shurioka läuft Anni hinterher. Leon läuft da noch hinterher. Ich versuche jetzt hier unten die Tasks zu machen, ohne zu sterben. Ich habe aus Versehen das Spiel verlassen, es tut mir leid. Wie kann man aus Versehen das Spiel verlassen? Aber sie war dann nicht Imposter. Das heißt, es ist wie ein Kill. Scheiße. Okay, Shurioka ist tot. Anni ist hinterhergelaufen. Okay, Leon. Ich muss jetzt mal kurz nachdenken. Also, ich kann eigentlich für diesen Kill Tamina ausschließen. Ja. Dadurch, dass wir jetzt zu viert sind und das Game noch nicht vorbei ist, lagen wir mit Dalu oder, je nachdem, ob Maoki jetzt rausgekickt wurde, weil sie aus Versehen das Spiel verlassen hat, einer von den beiden war. Nee, Dalu war es auf jeden Fall, weil okay. Genau. Bis mittig in die Runde wird noch keiner getötet. Ja, okay, Matteo hat mit mir einfach Dalu rausgeworfen. Wir waren die einzigen beiden, sonst hat niemand für Dalu geworden, sonst wäre auch nicht gekickt worden. Ja, ich hatte tatsächlich dann Pier gesasst, weil ich das auch weird fand, dass er halt zum Emergency-Button gegangen ist, anstatt nach einer Leiche zu suchen, aber er ist ja tot, deswegen hat sich das ja komplett erledigt. Anni, du hast noch nicht den rechten Reaktor gemacht, oder? Ich habe oben einen rechten Aktor gemacht, ja. Wo bist du danach hingepafft? Weiß ich nicht mehr. In Lab bist du gelaufen, Anni. Und zwar Shurioka hinterher zusammen, und Leon ist dann noch hinterher gelaufen. Aber Leon, du warst ein bisschen abgeschlagen. Vielleicht hast du die nicht gesehen. Also für mich ist es Anni 100% aus. Also nur wenn du sagst, weil Leon traue ich jetzt, weil er hat mit mir Dalu rausgevotet. Anni, was? Also für mich bist du es gerade, Anni. Aber ich habe Tamina halt gar nicht gesehen. Also ich war sehr viel allein mit Leon, der hätte mich halt auch beim Reactor wegmachen können. Ja, das hätte niemand gemerkt wahrscheinlich, deswegen ist er für mich eigentlich... Also mir bleibt also nichts anderes übrig, als Anni zu warten. Wie viele Tasks habt ihr denn noch? Ich habe nur noch... Ich habe noch einen Specimen. Ich habe noch mehrere. Ich muss noch eine Sache in O2 machen, glaube ich. Genau, ich muss zum Wasser. Also ich bin unten in die Ecke und dann muss ich noch irgendwo in die Mitte. Und Specimen habe ich sogar auch noch. Ich habe nicht viel gemacht. Also ich bin so 80% Anni, aber es sind halt noch die 20% da und ich weiß nicht, wo ich das eingehen möchte. Also die Taskleiste ist nur noch so 1 Zentimeter leer. Ich würde einfach sagen, machen... Anni, wer ist es denn aus deiner Sicht? Wie würdest du denn... Ich weiß es nicht. Wo liegt denn die Leiche überhaupt? Ich glaube, im Lab. Ja, es muss Anni sein. Dass Anni sagt, dass sie es nicht weiß, wenn wir beide safe sind. Ich muss Anni voten. Es muss Tamina sein, aber wenn Tamina mit ihr zusammen die Leiche gefunden hat, dann kann sie es ja nicht gewesen sein. Es muss Anni sein. Wenn es nicht Anni ist, dann war das sehr gut gespielt. Ja. Schade. Oh Gott. GG. Nice. Nice. Anni. Guter Versuch, ja. Das war halt irgendwie so. Schade, Anni, du hattest mich nicht gehört. Ne? Der Grund, warum ich skippen wollte, war, dass ich keinen Random-Namen reinrufen konnte, weil noch zwei Leute ihren Vote offen hatten. Deswegen wollte ich, dass du mitskippst, weil zwei Leute mich gevotet haben. Hätte ich irgendeinen gerufen, hätte noch einer gesagt, oh, das ist aber jetzt verdächtig. Und dann hätte ich einen dritten Vote gekriegt. Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass Dalu rausfliegt. Genau, eben, hättest du Pia gevotet, wäre ich auch raus gewesen. So, deswegen wollte ich nee, weißt du nicht, weil du hast zwei Votes auf dir und auf Pia war ein Vote. Ja. Wie konntest du nur, Dalu? War wirklich schön, dass sie die gerade Leute alle kaltblütig ermordet hat. Ich muss mich leider schon verabschieden. Ich bin leider schon zu spät. War sehr schön. Gerne wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hat mich sehr gefreut. Ja. Macht's gut. Ciao.